Herzlich willkommen zurück in Homeland und ich bin gerade im Dunkeln unterwegs. Es ist gerade irgendwie fast Nacht und das ist ein bisschen übel. Und online sind noch zwei weitere Spieler, nämlich Phantomkiller HD und Sunil alias Hi. Julian und Linus. Mensch, ich weiß das gar nicht. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Warte, ich stelle mal eben kurz ein Bett auf. Wollen wir mal eben pennen? Ja. Aber hier ist ein Monster in der Nähe. Lass uns mal eben pennen gehen. Das ist ja voll. Ich habe mir hier mal eine schöne Fackel hin. Ich muss ja immer eine Fackel in dem Bett haben, wenn ich schlafen gehe. So. Ich fliege. Ich fliege auch. So, dann liegen wir alle. So, jetzt ist doch schon wieder Tag. Jetzt muss ich erstmal abchecken. Oh, da war schon ein Skelett in der Nähe. Ich wäre fast abgeschossen worden. Aber das ist halt nicht passiert. Bin ja eigentlich auch ganz, ganz gut gerüstet hier mit Waffen und so weiter. Ich habe ja hier meine super Pickaxe noch dabei. Und sogar ein paar Kekse. Übrigens kommen die Kekse von euch, von einem von euch. Ich habe hier in meinem Inventar Kekse. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ich glaube, das ist noch von der Weihnachtsfeier, wo ich die Kekse und nicht mitnehme. Ja. Übrigens, oh mein Gott, diese blöde Spinne. Der Stream letztens, da war ich ja so einsam. Ne? Ich war richtig traurig. Da war kaum einer von euch da. Das wurde alles nachträglich als Aufzeichnung geguckt. Deswegen machen wir auch heute eine Aufzeichnung. Weil das mit dem Stream letztes Mal irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Trotz Ankündigung. Creeper. Huch. Huch, naja, huch. Bei uns, Fabi, bei mir und Julian war es halt das Problem, dass wir auf einer Klassenfahrt waren und konnten wir nicht wirklich schauen. Das ist natürlich auch cool. Nein, also der Grund, warum ich jetzt heute on gekommen bin, weil Julian seit 2 Tagen mir halt schon Nachrichten geschickt hat, dass er mir was ganz Tolles zeigen will und heute komme ich on und Linus war auch dabei und wollte was ganz Tolles zeigen und ich weiß jetzt noch gar nicht, was das ist. Irgendwas habe ich von Karte mitbekommen. Ich bin übrigens hier an der Burg, wollte ich euch gerade sagen. Ich renne hier gerade an der Burg vorbei von Maurice. Ja, da bist du ja immer gleich in der Nähe. Ja, ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal zu der Stelle, wo wir Weihnachten gefeiert haben. Ich glaube, da ist das nicht ganz verkehrt, oder? Renn mal zu den Leuchtstrahlen, die in der Luft sind. Ich meine, ich könnte mich da jetzt auch hinbeamen, aber ich finde es irgendwie spannender, da jetzt einfach hinzufinden. Obwohl, da hinten sind schon, Moment, was ist denn das für ein Haus da auf dem Wasser? Was? Ich glaube... jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich's. Also da hinten ist ein Haus auf dem Wasser. Das ist aber von Dings. Was ist das denn hier? Hier schweben ja überall Baumkronen in der Luft. Ey, sag mal, wer fällt eigentlich die Bäume so blöd? Von euch? Irgendeiner fällt hier sehr eigenartig die Bäume, weil nämlich die Baumkronen immer stehen bleiben. Was ist denn da hinten für ein Strahl, der in den Himmel geht? Ja, das ist ein Beacons, Leuchtfeuer. Lauf mal zu den Strahlen hin, zu den 4 bunten Strahlen. Nicht zu dem einen weißen, sondern zu dem. Hast du ein Leuchtfeuer gemacht? Ich habe 5 Stück gemacht. Stück. Übrigens habt ihr rein zufällig natürlich nur, was zu essen. Also ich habe jetzt gerade noch ein paar Kekse, die halten mich gerade noch über Wasser. Ja, komm mal. Warte. Also wenn du bei den Leuchtstrahlen bist, kann ich dir was bringen. Ich gehe jetzt mal hier, ich habe die Strahlen zwar gesehen, ich gehe jetzt aber mal hier an der Burg vorbei, weil ich glaube, von der Burg aus komme ich da am besten hin. Hier sind noch Schienen, die führen aber woanders hin. Ah, ich weiß jetzt, wie ich da hinkomme. Ich gehe mal hier oben, weil die Schienen... Übrigens hat Maurice hier einiges an der Burg gemacht. Die ist ja doch um einiges größer als letztes Mal. Ich weiß gar nicht, was er hier genau geplant hat, aber das ist ein gewaltiges Ding, was er hier im Moment macht. Und das finde ich schon sehr geil irgendwo. Das ist schon... Da hat er so eine Art Eingang. Warte mal, ich laufe hier nochmal eben gerade hin. Was ist das denn? Ah, ich sehe die Steinchen. Was ist da? Hier fliegen Pfeile durch die Gegend. Linus. Ich bin das. Ach, du bist also. Als Strafe schieße ich euch jetzt ab. Hi, ihr beiden. Ja. Schön, dass ihr da seid. Finde ich richtig cool. Ja, ihr seid fleißig am Bauen, sehe ich schon. Mhm. So, Julian, wollen wir mit deinem anfangen? Ich würde sagen. Ja. Hast du noch Essen? Fabi? Ja, stimmt, wir bringen. Komm mit, Fabi. Komm mit. Ich gebe erstmal was. Ihr nehmt erstmal was. Ja, danke. Das reicht erstmal. Folgt mir nochmal, weil wir müssen nachher noch in eine andere Welt. In eine andere Welt? Manche wissen wahrscheinlich nicht, wo lang es geht. Das ist so, aber nicht irgendwo, wo ich sterben kann, oder? Ich habe nämlich gerade eine sehr, sehr wertvolle Pickaxe dabei. Nicht, dass die irgendwie verloren geht. Oh, tu dir dann lieber in die Kiste. Du kannst die Sachen nachher sichern. Also. Okay, kann ich die hier irgendwo in eine Kiste packen oder? Warte mal, Moment. Nachher. Ja. So okay, jetzt nicht. Ja, jetzt brauchst du es nicht. So, wir sind ja noch in unserer Farmwelt.
Genau. Warte, du kannst hier aus den Kisten ist auch noch ganz viel essen. In den ersten dreien. Oh ja, Leder, Schweinefleisch, Hühnerfleisch. Da kannst du dir was rausnehmen. Kuhfleisch. Ach, ich bin ja immer so ein Freund von Rindfleisch. Obwohl, warte mal, ich guck mal, was haben wir denn am meisten hier? Obwohl, ich nehme mal ein bisschen Hähnchenfleisch mit, weil da habe ich jetzt gerade sowieso schon vier Dinger. Ich nehme so ein bisschen was raus, den Rest tue ich wieder rein. So, das reicht jetzt aber auch. Und ja. Fabi, hinter dir hier kannst du deine Sachen reintun. Ja, genau, in die Truhe. Genau, da kommt ja sowieso dann kein anderer ran. Ich packe jetzt mal, was habe ich denn hier? Also ich packe jetzt meine ganzen wertvollen Sachen da rein, auch den Unendlichkeitsbogen. Das heißt, ich kann mich jetzt eigentlich mit nichts verteidigen großartig. Die Axt kann ich behalten. Hat einer zufällig so ein bisschen Eisen gerade zufällig dabei, dann könnte ich mir, oder Stein, dann kann ich mir so ein bisschen primitives Werkzeug craften. So eine Schaufel oder was. Ich gebe dir gleich was. Wir gehen gleich in meinen Keller, dann kriegst du Sachen, okay? Okay. So, also hier haben wir... Ja, wenn du mehr brauchst, dann... Ah, hast schon Eisen. Ach so, da sind schon Eisenblöcke. Ach, das reicht locker. Danke, das reicht locker aus. Ich habe sogar noch... Da mache ich mir mal eben ganz kurz, ist hier eine Crafting-Truhe irgendwo? Hier im Haus. Ihr habt das alles, ihr habt alles. Hier sind neben der Kiste stehen zwei. Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt blind? Da hinten. Oben, im Haus. Im Haus, das kleine. Ach, da drin. Ich sehe sie, alles klar. Moment, jetzt geht das ganz schnell. Zack. Zack, nur eine Schaufel. Eine Schaufel haben wir so. Eine Pickaxe wäre auch nicht verkehrt. Machen wir so schnell noch eine Pickaxe und dann sind wir eigentlich durch. Ich glaube, verteidigen brauche ich mich wahrscheinlich nicht großartig. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. Doch. Muss ich. Ja. Okay, dann mache ich noch ein Eisenschwert. Ja. Dann mache ich schnell noch ein Eisenschwert und lasse die ganzen anderen Krempel da. Okay. Also, ich glaube, einen Bogen habe ich natürlich dabei, aber den nehme ich jetzt nicht mit, weil den Unendlichkeitsbogen, das ist einer von Hanne, das war mein Geschenk und wenn ich den verliere, das wäre ein bisschen doof. Aber ich glaube, es ist auch so schon ganz gut, obwohl ich kann noch, obwohl, hat einer vielleicht noch einen Spinnenfaden? Ne, ich brauche noch zwei, ja, dann könnte ich einen primitiven Bogen machen. Perfekt, zwei. Ah, super, weil ich habe nämlich noch einen, dann kann ich noch eben schnell einen Bogen machen. Perfekt. Ein Bogen. Der kann dann zwar nichts Besonderes, aber immerhin kann ich dann die 36 Pfeile, die ich habe, noch mit verschießen. Ah, das ist doch eine super Ausrüstung. Alles aus Eisen und sogar noch 37 Pfeile. 10 Fackeln habe ich noch und, oh, ich habe noch Kürbislaternen. Da packe ich auch mal ein paar von weg. Aber ich hätte auch noch zur Kennzeichnung von Wegen und so weiter ein paar Kürbislaternen parat. Aber gut, das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht, ne? Okay. Dann tun wir die Kürbislaternen auch weg. Äpfel und Kekse lassen wir drin. Tja, Leute, ich bin gerüstet. Wir können los. Also bei uns. Warte, ich zeig nur schnell, was ich hier noch abgerüstet habe. So. Zeig's ihm erstmal. Ja. So, also in unserem Talia hat sich nichts viel verändert. Ich habe nur noch Netherwarzen hinzugefügt. Ja. Zum Anbauen. Dann ist noch eine coole, was Cooles hinzugefügt worden. Also bei diesen Feldern hier ist ja meistens nervig zu ernten. Ne? Und. Da kannst du, warte, komm mal mit. Oder komm mal in das andere Feld hier. Da habe ich hier so einen Spender mit Wasser und du weißt ja, Wasser zerstört dann das ganze Zeug. Da drückt man einmal jetzt drauf und dann erntet alles ab. Ja, genau. Dann braucht man das. Das kennst du ja bestimmt auch schon, hey? Richtig, genau, das kenne ich. Ja, das nur zum Verschnellern einfach. Mhm. Ja, und dann haben wir hinten diese Kakaobohnenplantagen. Zeig sie mal, Julian. Wo sind die? Ist egal. Ich weiß es selber nicht, wo die sind. Ja. Hier sind dann unsere Karotten, die habe ich noch mal reingepackt, so, ja. Ja. Ach ja, stimmt ja hier. Hier ist dann noch Kaktusfarm habe ich noch hingebaut und die Plantagen hier mit. Und eine schöne Kakaobohnenfarm. Ja, genau. So, Julian. Ja, das ist eigentlich von dem Sieht Zeit, richtig. Ich muss noch mal eben ganz kurz innehalten. Denn das Ding sieht richtig cool aus, wenn man von hier aus runterguckt. Mit dem Weg da durch und dann dieses Wasser an der Seite. Alle Arten von Gemüse und Obst. Also, Mensch, ich will hier wohnen. Und zwar jetzt. Sehr cool. Okay, weiter. Ja. So, das war eigentlich nur das kleine Upgrade von der Scheune. Nachher kommt dann noch was Größeres. So, jetzt machen wir das von Julian. Ja, ich habe erstmal ein Geschenk für dich. Okay. Ja. Oh, eine Karte. Ich habe gestern 2 Stunden durch die ganze Welt gelatscht. Echt? Oh, ist das cool. Warte mal, die kann ich doch auch aufhängen, ne? Ja, kannst du.
Aber links oben sind wir. Links das oben, ja, das sehe ich gerade. Das sehe ich gerade. Da sind wir. Und da bist du jetzt durch die ganze Welt gelatscht, dass diese Karte insgesamt so aufgedeckt wurde, oder? Ja, ja. Genau. Boah. Hat Julian gestern noch gemacht. Ich sehe jetzt gerade vier Pfeile da oben, aber wir sind doch nur drei. Ich bin jetzt gerade irritiert. Moment, wir sind doch zu dritt. Warum sind da vier Pfeile? Nee, das sind bloß drei, dass das täuscht, weil wir sind hier weiß und die Berge sind auch weiß. Hier sind weiße Pfeile und hier sind weiße Berge. Ah ja, oder ein Pfeil ist doppelt irgendwie, glaube ich. Deswegen, ich glaube, ein Pfeil, das bin ich selbst und das ist irgendwie doppelt gerade drauf. Aber okay, auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Dankeschön, Julian, finde ich total klasse. Bitte. Und da werden wir mal gucken, ob wir den da mal irgendwie aufhängen oder wie wir die halt sonst benutzen können. Aber ich denke, dass die im Laufe der nächsten Folgen nochmal irgendwie nochmal ein paar Mal Erwähnung finden wird oder genutzt wird. Sehr geil, okay. Aber die werde ich dann jetzt besser auch in die Truhe packen, oder? Ja, auch. Das. Also wir haben, Julian hat auch eine Truhe, auch so eine Karte, die wir gesichert haben. Und wir können die auch kopieren, weil wir haben die irgendwie 10-mal gemacht. Ah, okay, aber vorsichtshalber packe ich die einfach mal. Apropos Karten kopieren, wie macht man das? Du legst die Karte, die du gemacht hast, legst du in ein Crafting-Feld und daneben legst du einfach eine leere Karte und dann kommen da zwei Karten raus. Ah, okay, dann ist das ähnlich wie ein Atlas kopieren. Ich habe nämlich bei Life in the Woods, da musste ich schon mal einen Atlas ein paar Mal kopieren, da geht das ähnlich. Da hat man dann ein Buch und das packt man dann da rein, das ist dann leer und wenn man es dann rausholt, dann hat man zwei. Okay. Boah, unser Tannenbaum, wie cool sieht der denn aus? Ja. Immer noch sehr schön, ne? Obwohl Weihnachten ja schon längst vorbei ist. Hat da einer noch irgendwas gemacht? Nee, ne? Nee, stimmt nicht. Aber der sieht echt klasse aus. So, was habt ihr denn hier für ein Leuchtfeuer? Ja. Mensch. Ja, komm mal mit. Ja, lass mal das Leuchtfeuer zeigen. Also ich hab dir ja mal was erzählt, dass ich eine riesig große Musterskelettfarm bauen möchte. Beziehungsweise hab's dir ja über YouTube geschrieben, hey? Ja, genau. Und mit der Musterskelettfarm, Schädelfarm, kriegt man ja diese Schädel. Und die Schädel kann man ja, mit der kann man Wizards spawnen. Ja, genau, okay? Das hast du erzählt, richtig. Und davon haben wir auch fünf gespawnt und haben die auch getötet. Und da ist nichts kaputt gegangen. Okay. Also brauchst du keine Sorgen zu machen. Das funktioniert alles perfekt. Mhm. So, komm mal mit. Linus, machen wir zum Schluss, weil ich wollte Ihnen auch noch was zeigen. Was? Ja, gut, dann. Ich laufe dir mal eben hinterher. Dann haben wir das auch noch eben mitgenommen. Oh, das Leuchtfeuer. Warte mal, ich muss einmal hier. Wir stehen jetzt gerade hier direkt neben dem Leuchtfeuer. Ich denke, das ist so eine Sache, da müsst ihr nachher auch nochmal was zu sagen zum Leuchtfeuer. So ein bisschen, wenn ihr mögt. Machen wir dann. Aber da gehen wir jetzt erstmal nur vorbei, das gucken wir uns erstmal nur an. Also, wir haben hier zwei verschiedene Arten von Leuchtfeuern: ein, ich sag mal, hellblaues und ein buntes. Okay, wir laufen hier erstmal vorbei. Und weiter geht's. Julian hinterher, Phantomkiller. Will uns was zeigen. Das ist doch dein Haus hier, ne? Ja. Ich habe gestern da von meiner Reise noch was mitgebracht. Mhm. Dann habe ich halt hier hinten zum Beispiel hier die. Wo bist du? Ich bin da. Ach Quatsch, das ist ja. Hä? Ach hier, nee, hier vor der. Ach so, Entschuldigung, ich bin gerade zum Rüstungsständer gelaufen. Ja, zum Beispiel habe ich. Eine kurze Basis lohnt sich für dich. Sorry. Ich war ganz kurz weg. Hm? Linus? Ja? Ich glaube, Julian ist gerade weg. Dann können wir, glaube ich, erst was anderes machen. Ja, also Julian hat sich hier auch noch die Karte aufgehangen und hat dann halt Homeland draufgeschrieben. Ich glaube, das wollte er sagen. Und hier unten hat er dann noch so einen richtig geilen Raum gebaut mit seinem Nether-Portal. Also in Nether-Stil ja alles aus. Netherrack und dann sein Portal hier. Jo. Aber das will er noch ein bisschen cooler machen mit irgendwelchen Nether, also irgendwelchen anderen Netherblöcken und Lava oder sowas. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen auskleiden auf Dauer, ne? Ist auch so relativ klein, aber auf jeden Fall ist das Portal schon mal da. Hat er denn schon mal getestet, wo er rauskommt, wenn er da reingeht? Ja, bei Hanabi. Ich bin wieder da. Okay. Ja, ich hab jetzt hier die Karte aufgehangen. Ja. Homeland steht dran, haben wir eben schon gesehen, sehr schön. Und diese Karte kann man ja noch vergrößern, ne? Also da kann man ja eine ganz große Karte von machen. Ja, man kann noch mehrere nebeneinander, aber
Ich habe halt schon die größte Karte eigentlich. Ja, eigentlich kann man machen. Genau. Karten, die vergrößern. Wolltest du noch was zeigen, Julian? Ja, ja, ich wollte dir noch zeigen, was. Weil lange hat er mein Haus nicht gesehen. Komm mit, Fabi. Ich komm mit. Jo. Mit einer Fackel in der Hand. Lauf hier mal eben hoch. Genau, wir sind ja schon einmal hier in diesem Haus gewesen. Das war in dem Weihnachtsstream, war das, glaube ich, dass wir auch in diesem Haus gewesen sind. Dann habe ich halt hier noch was gebaut. Ja. Oh, komm, ist das eine Art Geheimgang oder wo kommt man hier hin? Nee, ich würde eigentlich ganz sich verstecken. Ah, okay, da kann man sich verstecken. Ja, sehr schön. Ein kleiner Geheimraum. Habe ich halt noch eine dritte Etage drauf gebaut. Und hier hat man sozusagen als Aussicht und gerade hinter nebelig. Ach, kann man da noch höher? Warte mal, da gehe ich mal eben hoch. Aber es ist gerade eben. Genau, das ist neu. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal noch nicht gesehen. Die hattest du noch nachträglich mit Balkon. Huch. Mit Glasboden, mit Balkon. Oh, was für eine coole Aussicht. Ich weiß gar nicht. Wir sind hier, wie gesagt, wir sind ja schon mal hier drin gewesen und haben uns das angeguckt. Aber ich glaube, dieses Stockwerk war letztes Mal noch nicht da. Und es ist eine wirklich klasse Aussicht über ganz Homeland, über den alten Teil, wo wir eben schon vor Monaten gebaut haben. Homeland gibt es ja seit Juli letzten Jahres. Wir haben jetzt 2017 und im Juni 2016 haben wir mit Homeland begonnen. Und den Bereich, den ich jetzt gerade zeige mit der Kirche und den Kürbisfeldern, das ist eigentlich der alte Teil, wo wir begonnen haben, wo Homeland anfing, sich zu vergrößern, sich auszudehnen. Und auf dieser Seite, wo der Tannenbaum jetzt ist mit den Leuchtfeuern, das ist eigentlich einer von den neueren Teilen. Ich sehe gerade, da unten ist noch ein Kreuz. Das ist neu. Das ist komplett neu. Ja, das wollte ich dir auch noch zeigen. Oh, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Auf jeden Fall richtig tolle Aussicht von aus. Auch die Burg von Maurice sieht man. Diese Leuchtfeuer finde ich mega geil. Das wollte ich halt so haben, dass man alles sieht von meinem Haus hier oben. Darum habe ich sie auch hier oben auf dem Berg gebaut. Ja, okay. Ja, schauen wir mal weiter. Dann will ich dir noch irgendwas kurz zeigen, dann kannst du wieder, Linus. Ja. Ja, ihr habt ja das auch. Es hat sich ja auch eine Menge angesammelt. Oh, Liege. Ja, warte mal, dann geh ich mal eben. Fabi, oben ist ein Bett von mir. Kannst reingehen. Oder Linus, liegst du da drin? Ja, ich hab meine Ja, Eigentlich. Ist egal. Ich geh mal kurz raus, ist ja kein Problem. Ich bin gerade ganz kurz draußen und. So, ist Tag. Ist Tag, dann gehen wir wieder rein. Zack, zack, zack. Und schon sind wir wieder drin. Ja, hervorragend. Sag mal, wo kommen eigentlich die Zombies her? Sind die alle draußen oder ist hier im Haus noch irgendwie zombie-mäßig was los? Nee, ne? Nee, im Haus eigentlich nicht. Die stehen aber manchmal an der Seite. Dann sind die nur draußen. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Muss schnell ein Hähnchen vertilgen, so. Ja, hier drin haben wir alles gesehen, ne? Jede Menge Truhen. Da ist jetzt auch nichts Besonderes drin. Ich guck da mal gerade rein, ne? Oh, Lohnruten hast du auch. Ja, Lohnruten sind natürlich immer sehr gut. Ich ja, brauche halt nicht sortiert. Aber vor allen Dingen viele Lohnruten hast du hier. Wo war das naja, jetzt? Hier unten? Wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr, das zeigen wir dir später. Das sieht viel aus, aber naja. Guck mal in die obere Kiste hier oben rein. Hab ich das Langeweile mal gesammelt. Ja, Knochenmehl, mein Gott. Das können doch nur Knochen vom Skelettspawner sein, oder? Nö. Oder aus dem Nether. Also, eigentlich allgemein. Mein Wenn Gott, du welche brauchst, kannst du welche nehmen. Oh, das ist ja sehr nett. Okay. So, jetzt gehen wir mal wieder hier über die schneebedeckte Welt. Ich möchte einmal zu diesem Kreuz gehen, was ich gerade gesehen habe. Ja, das wollte ich dir gerade eben zeigen. Super, was ist das? Achtung, hier musst du ins Wasser springen. Hier, warte. Oh nein, nicht schon wieder. Ich komm versuch's. Hier hin. Komm hier hin, Fabi. Fabi, komm hier hin. Wo ich stehe. Und ich wollte zwei was eigentlich nur. Ich schleiche am besten einfach, da fällst du nicht sofort runter. Bis hierhin, schleichen, sneaken. Und dann kannst du einfach entsneaken und dann fällst du direkt ins Wasser. Das Wasserbecken ist eigentlich groß genug. Das ist groß genug, alles klar. Und dann zeige ich dir mal noch das Kreuz. Ja, das würde ich echt gerne sehen. Eben. In friedlicher Ruhe, no name, mein Esel. Oh, sag mal, welcher Esel ist denn hier beerdigt? Meiner. Oh, wie ist das passiert? So, in meinen neuen Stall, den muss ich noch ausleuchten. Und ich wollte ein Pferd holen.
Und stand halt ein Creeper daneben. Oh. Ich hatte ihn nicht gesehen. Ja, das passiert. Mir sind ja auch schon ein, zwei Pferde durch Creeper hops gegangen. Hier in Homeland und in anderen Welten noch mehr. Das passiert leider einfach immer wieder mit den Creepern. Aber eine sehr schöne Gedenkstätte. Ja. Habe ich halt, du kennst vielleicht noch meinen Turm. Habe ich halt jetzt nicht mehr eine Wendeltreppe, sondern einen Fahrstuhl. Ja. Ist gebaut. Mhm. Mal mit. So, da habe ich mir auch ein bisschen geholfen, aber er hat es schon gut hinbekommen. Ne, Julian? Ich folge euch. So. Hier?